Eigentlich müsste ich zuerst die Grenztreffer ausschalten. Wie mache ich das jetzt am dümmsten? Er ist im Weg. So. Wir haben eine zu niedrige Reputation, weil wir immer so schlecht zu der Vendrienwache waren. Wenn du wegrennst, was passiert dann? Habe ich dich richtig verstanden? Florian kommt mit uns zurück. Stimmt, Florian, du musst dich ergeben, aber der Rest darf weiterleben. Ja, ungenügende Reputation, aber Loyalität bei Beric und Lyria. Und zwar bei der Vendrim-Wache, wie immer. Send them at me and wait. Okay. Der Grenzläufer hier. Ist der erste, der mir Probleme macht. Will do. Also muss der auch als erstes weg. Du sprichst einen Schutz. Du das, du das. Du das. Und der ist schon mal dem Tode nahe. Okay. Reicht das noch, dass du dich selber heilst? Leider nicht. Und sie ist auch am Umkippen. Okay. Der Kampf ist leider etwas schwieriger als erwartet. Ich habe ja auch auf schwer gestellt, was wundere ich mich. So, wie immer, gehabt. Oh. So. Jetzt mit dir reden. Weiter, ergib dich. Ja, nehmen wir mal das für mehr Loyalität und Gespräch beenden. Brave meat. Mhm. Just count on. Okay, wenn alle auf mich gehen, ist das auch nicht so toll. Deswegen ziehe ich mich jetzt erstmal zurück. Da versuchen wir, den einen Grenzläufer tot zu kriegen. So, jetzt auf den zweiten Grenzläufer. Du heilst dich dringend. Genau, wirf mal den da um. So, jetzt konnten wir den kurzzeitig. Du heilst mich mal ganz dringend. Und
Jetzt, was machen wir? Hm? Okay, ich bin geheilt. Das ist schon mal gut. Sie ist umgeworfen. Das ist weniger schön. Mehr Schutz. As you command. Get back here! Alle auf den Grenzläufer. Ich heile mich selber. Du heilst dich. Und ich bin umgefallen. So, erst den Bogenschützen weg. Klappt schon mal besser, aber hat noch nicht ganz ordentlich geklappt. Will do. Okay, wir lauern ihn am besten hier direkt am Eingang auf. Right. Dann kann ich mich nämlich erstmal zurückziehen, hier in den Schutz. So, du buffst dich, du buffst dich, du buffst dich selber. I got it. Du buffst den Zauber. Curious. So. Ja, weiter. Das da. Das da, das da. Und wegrennen. Ich sehe Lyria nicht mehr, aber das dürfte ganz gut reichen. So. Mhm. Nur da fehlt's noch. Okay, wir haben da außerhalb einen Bogenschützen, den wir jetzt gerade nicht sehen. Das ist nicht so schön. So. Consider it done. Nicht den Bogenschützen angreifen, sondern den Grenzläufer erstmal wegmachen. Du heilst dich am besten gleich mal selber. Du gibst dem einen Herzstoß. Level up mitten im Kampf, das hat was gebracht. Dann heile ich am besten gleich nochmal selber. Du heilst Lyra. Au, was war das zur Hölle? Gut, Grenzläufer ausgeschalten. Lyra heilen. Du ziehst mal bitte die Aggro auf dich. Das ist einmal pro Begegnung, einmal pro Rast. Dann machen wir Zorn der Wüterin. So. Ne, nimm den Eiszauber, der ist mächtiger. We should try that again. Du solltest dich eigentlich zurückziehen, aber ist okay. Du machst deinen Herzwurf, du haust ihn hart. Du haust ihn auch hart. Da müsste er eigentlich jetzt am Umkippen sein. Jawohl. Auf den da. Oh, wir haben ja auch noch Dingsfähigkeiten.
Ist deine Heilung? Nein, die ist noch nicht abgeklungen. Ich habe ja noch die Fähigkeit. Setz die auch mal ein. Boah, das hat jetzt wehgetan. So, das waren alle, oder? Eliminiere die Verstärkung der Vendrienwache. Das auch noch. Sonnenwachenwurfspeer. Rüstungsdurchdringung, aber... Halt, warte. Fernangriff, Nahkampfangriff. Fernangriff ist wichtiger. Tank der Elementarbarriere, ruinierter Dolch. Bronzeschienen. Zwei Wunden hat er jetzt davon getragen. Okay. Also zeig mir mal die Sigil. So, noch nicht ausgegebene Talentpunkte. Ah, sie hat auch ein Level abgekriegt. Nice. Mehr Trefferpunkte wäre nicht schlecht. Mehr Verteidigung wäre allerdings auch nicht schlecht. Also Stärke. Genauigkeit, Rüstungsabwehr. Nee, erhöhen wir mal Lebenspunkte. Bei ihm erhöhen wir auch mal die Lebenspunkte. So, Talente. Ich könnte Leben beherrschen verbessern. Erneuerung, starke Erneuerung. Oder Weiser. Verbessert den Wissensskill. Vielleicht Trefferpräzision. Das wäre eigentlich auch, wenn das da schon steht, neue Magie auf meinen Reisen entdecken. Wäre es vielleicht gut, wenn ich auch in den Baum mal investiere. Und bei ihr habe ich ja gesagt, gehe ich auf Duellantin mehr. Kenne deinen Feind. Kurze Zeit zweimal zu Rausch des Hüters. Weil sie mehr Nahkämpferin ist als Fernkämpferin. Ausweichbonus ist allerdings auch nicht schlecht. Lyra bewegt sich schnell über das Schlachtfeld, so schnell, dass wir sie nicht in Kampfbindung nehmen können. Nee, nehmen wir mal Blutrausch mit rein. So, Questlog. Hier will ich rein. Sigil des Frostes. Ah, hier unten. Frostfeuers. Akzent der Elementen Frost und Feuer verleiht. Was passiert, wenn ich dich dazu packe? Eingefroren und Magiefeuer. Macht Feuer und Frost. Kostet 70 Wissen dann, weil das 30 Wissen dazu kostet. Geht allerdings nur bei Angriffszaubern wohl. Oh, der kann wohl das... Ach doch, er kann es noch sprechen. Okay. Ein genietetes Eisenstück parierend. Eisenkehlstück. Und was ist das? Suchender. Einhand- und Wurfwaffen.
treffsicher. Hm. Dieser Wurfspeer wurde geschaffen, um ohne Rücksicht auf den Wind über große Entfernungen hinwegzufliegen. Genauigkeit plus 4, das gleicht die Genauigkeit ein bisschen aus, würde ich sagen. So, gucken wir uns mal das Zeug an, was ich jetzt gerade gefunden habe.